Anthropologen und Immunologen haben die Kräfte gebündelt und haben festgestellt, dass eine schlechte Ernährung immer noch einen weiteren negativen Faktor benötigt, damit es halt giftig wirkt. Und bei Bewegung genauso. Also Mangel an Bewegung braucht nochmal einen negativen Faktor, damit es giftig wird. Also ich bewege mich nicht, ich ernähre mich schlecht, geht nicht gut. Aber Einsamkeit braucht nie einen weiteren negativen Faktor, damit es giftig wirkt. Es wirkt immer giftig. Also eigentlich sollten wir uns vielleicht weniger stressen, dann können wir auch essen, was wir wollen, wenn wir uns dabei ein bisschen den Rücken kauen lassen. So. Von daher macht euch keinen Stress, macht keine, bastelt keine Ersatzreligion daraus und dann klappt das alles auch. Genau, also das ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn man sich keinen Stress macht und auch nicht stressen lässt, sondern seine Ernährung vielleicht einfacher gestaltet, mit einem guten ja, Spektrum an Nährstoffen sozial trotzdem kompatibel bleibt, so nenne ich das immer, hat man eigentlich schon die halbe Miete. Und dann ist es auch, wenn man sich selber ein bisschen streichelt, ne? Ein bisschen nachsichtiger mit sich selber ist. Man kann nicht immer seine eigenen Ideale erfüllen. Dann ist es auch okay, wenn man mal nach links und nach rechts schaut. Und das ist nicht immer alles in Stein gemeißelt, was man vielleicht jetzt gerade meint, sondern man muss sich dabei auch wohlfühlen und verschiedene Aspekte, Ernährung, Bewegung, positives Denken miteinander kombinieren zum ganzheitlichen Wohlfühlen. Ich schließe mal kurz an Özgül und Kerstin an. Ich habe einen wunderschönen Satz gelesen vor 2 Wochen: Wenn wir uns umarmen, heilen wir uns gegenseitig. Und ich glaube, das sagt eigentlich auch zu diesem Thema alles.